Hey Leute, der Sturm geht weiter. Erik und Yvonne erzählen Josi überglücklich, dass sie jetzt ein Paar sind. In Erwartung des Großauftrags kreiert Josi unterdessen eine Frühlingserwachenpraline, die sie Paul zum Probieren geben will. Erik will die erste Nacht mit Yvonne als Paar zu etwas Besonderem machen und verspricht ihr, die Fürstensuite zu buchen. Nichts ahnend, dass Erik keinen Erfolg hatte und die Suite bereits für einen anderen Gast reserviert wurde, macht sich Yvonne auf den Weg. Dort findet sie zunächst nur einen gedeckten Tisch vor. Nachdem Konstanze zur Stellvertreterin der Schwarzbachs ernannt wurde, überzeugt sie Christoph davon, die Schokogötter als Pralinenlieferant für das Frühlingsfest zu engagieren. Daraufhin muss sich Paul der unangenehmen Aufgabe stellen, Josi den Auftrag zu entziehen. Als Konstanze sieht, wie schwer es Paul fällt, Josi abzusagen, stellt sie ihn kurz darauf zur Rede. Als Yvonne in der Fürstensuite auf einen fremden Mann trifft, sind beide schockiert. Teil 2, morgen Abend. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.